Recherche in sozialen Netzwerken ist total spannend, ist total wichtig, dass man das macht heutzutage. Es bringt mir auch selber total viel. Auf der anderen Seite ersetzt es für mich auch nicht die klassische Recherche. Also man muss weiter irgendwie sich mit Informanten treffen, mit Leuten telefonieren. Man muss weiter persönlich vor Ort sein. Also es ersetzt für mich das nicht, sondern es ergänzt es. Wenn man nachhaltige digitale Erlebnisse entwickeln will, müssen sie zwingend Bedürfnisse adressieren. Wenn wir das nicht haben, dann empfinden wir das nachher als langweilig und als überflüssig. Wir kennen das, weil wir eine große Auswahl haben und in dem Moment, wo ich Bedürfnisse adressiere, empfinden wir etwas als attraktiv. Selbst als Taschenhersteller, die ihre Produkte vor allen Dingen im Einzelhandel verkaufen, ist Digitalisierung einer der wichtigsten Baustellen für die nächsten Jahre. Es gibt keinen Bereich im Unternehmen, das nicht davon betroffen ist, und wir sind der Meinung, dass wir nicht nur ein Taschenproduzent sind, sondern auch ein datengetriebenes Unternehmen und ein technologiegetriebenes Unternehmen. Die Medien verändern sich gewaltig, sie passen sich an und sie werden sich im Laufe der Zeit noch stärker verändern durch die Technik, aber auch durch die Bedürfnisse und die Interessen der Menschen. Aber am Ende geht es immer um gute Inhalte, und das ist eben das, was zählt. Ich finde es an der Hochschule ganz toll, weil es irgendwie dann trotzdem was Familiäres hat. Es ist nicht so, ich präsentiere vor 100 Leuten und traue mich nicht, was zu fragen. Jeder darf fragen, jeder kann am Ball bleiben. Ja, weil die Hochschule einfach ein super Ort ist, um Leute zusammenzubringen, junge Studenten, die was mit Medien machen wollen, die sich hier informieren können und die dann auch wissen sozusagen, was im Beruf auf sie zukommt, und gleichzeitig sozusagen immer diesen Blick in die Praxis zu haben. Ich finde gerade spannend, dass jüngere Menschen auch Zugang zu solchen Themen bekommen, und deswegen, wenn wir uns direkt in den Räumen befinden, die Studierenden haben es nicht weit, mal aus der Vorlesung auch insbesondere hierhin, und es ist natürlich mitten in der City, in Köln, alle haben eine kurze Anfahrt, und die Räumlichkeiten sind einfach wunderbar, um auch interaktiv, wie wir es gerade gemacht haben, sehr schön Dinge zu erarbeiten. Das Internet ist etwas, was unsere Zeit wirklich prägt. Und wir als Hochschule Makromedia sind ja am Campus in Köln, im Herzen von Köln am Neumarkt. Und deshalb finde ich das total wichtig, dass wir auch auf das Herz hören, was jetzt schlägt in Köln, nämlich das Internet, diese neue boomende Branche. Und dass wir das an unseren Campus holen und hier am Campus diskutieren und diese wichtigen Themen einfach ansprechen.